Wenn du Allah liebst, was hindert dich heute daran, das zu tun, was Allah liebt? Nichts. Und dann sagen wir zu ihm, du hast die Natur der Sünde falsch verstanden. Denn die Sünde ist nicht nur etwas, was geschrieben wird in deinem Buch, was in einem Buch geschrieben wird, sondern die Sünde ist etwas, was den Menschen beeinflusst. Allah sagt im Koran in Surah Mutaffifin, Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Das, was sie getan haben, das heißt die schlechten Taten, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen abgelagert. Das heißt, umso mehr du schlechte Taten machst, umso schwerer wird es wieder zurückzukommen. Wie jemand beispielsweise, der ins Meer hineinschwimmt, und dann sagt man zu ihm, hör mal, komm wieder zurück ans Land, sonst ertrinkst du. Und er sagt, in einer Stunde schwimme ich wieder zurück. Umso länger er rausschwimmt, umso schwieriger wird es. Umso länger man in dem Meer der Sünden rausschwimmt, umso größer ist die Gefahr, dass man ersäuft, ertrinkt in diesen Sünden. Umso größer ist die Gefahr, dass das Herz von Allah versiegelt wird. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Und deswegen sagt Allah im Koran: Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ein Tag, der jüngste Tag, wo es um Paradies und Hölle geht, wo einem weder Vermögen noch Kinder etwas nutzen, außer wer zu Allah kommt mit einem unversehrten Herz, mit einem gesunden Herz.